Schwinge Schwert und Knöchel knack, tötet. Ja, wir hören uns jetzt den Lied mal nicht an. Quest. Novigrad wird unser nächstes Ziel jetzt sein. Die anderen sind zu groß für uns, also stufenmäßig. Hier könnten wir immer noch nicht hin. Was machen wir halt, wenn wir irgendwann mal wieder vorbeikommen hier? Besuche Triss in ihrem Haus. Die Frage ist, Moment. Wo führt es uns denn jetzt hin? Wir waren hier oben noch nirgends. Okay. Ach, das ist übrigens neu. Ein Lager. Habe ich das nicht neulich mal noch irgendwann gesagt? Ich glaube vor 2 Folgen oder so. Jetzt gibt es eins. Na gut, dann... Warte mal, ich will mal... Laufen wir dann quasi... Ach so. Ach, Velen und Novigrad liegen nebeneinander, okay. Deswegen können wir da einfach so hochlatschen. So, ich guck aber mal. Ach, das ist ein selbstgemachtes Reiseschild. Ist ja... niedlich. Da steht sogar irgendwas drauf, aber das kann ich wahrscheinlich nicht lesen. Jetzt... geh doch mal... möchte ich hinten dran gucken. Ne, das kann ich nicht lesen. Das ist trollisch. So, wir reisen so nah wie möglich nach oben. Das wäre dann hier der Grenzposten. Da waren wir schon mal, echt. Naja, wenn es da steht, wird es auch so sein. Und dann werden wir jetzt... erstmal lustig ankommen, weil wir noch einen Schritt machen. So, dann werden wir jetzt Triss besuchen gehen. In diese Richtung irgendwie. Ja, doch, ich erinnere mich, wir waren schon mal hier und da habe ich mich gewundert, dass es hier überhaupt nichts gibt, glaube ich. Wir können ja einfach durchlaufen. Wir haben ja eine Reiseerlaubnis. Du kannst passieren. Jo, danke. So, dann überqueren wir den Fluss. Ist das eigentlich... ich bin mir nicht sicher. Aber ist das der Pronta? Ich will mal ganz kurz gucken, wenn wir auf die Weltkarte gehen. Okay, es wird uns leider nicht angezeigt. Also ich weiß, es gibt einen Fluss und der heißt Pronta. Und es ist ein großer. Aber ob das der jetzt ist... naja. So, Plätzchen. Komm mal her. Wir haben einen... einen langen Weg vor uns. Naja, so lang ist jetzt auch nicht mehr. Aber wir werden jetzt zum ersten Mal nach Novigrad gehen. Ich bin gespannt. Viel davon gehört niemals dort gewesen. Glaube ich. Mit den Städtenamen verhält es sich fast genauso wie mit Menschennamen. Oder allgemeinen Namen. Ich vergesse sie sehr schnell. Und erinnere mich später nicht mehr daran. Aber ich glaube, man war noch niemals dort. Die Häuser sehen auf jeden Fall mal sehr schön aus. Ja, das sieht so richtig schön idyllisch aus, wenn es nicht ganz so vermodert aussehen würde zwischen den weißen Farbklecksen, aber okay. Hey. Einmal durchs Feld. Hui! Einfach, weil ich es kann. So. Hier ist gerade abgeerntet. Oder alles verbrannt. Eins von beiden. Keine Ahnung. So, hier lang. Oh, guten Tag. Entschuldigung. Entschuldigung. Lauter Zwerge umgeschubst. Grünes Tor. Aha. Langsamer. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es da drin aussieht. Die Stadt sieht auf jeden Fall extrem cool aus. Schmugglerversteck da unten. Aha. Da gucken wir später mal vorbei. Komm mal ein bisschen. Hallo, Spitzohr. Hast du die Gebühr bezahlt? Die Gebühr? Ich bin kein Spitzohr. Huch, sorry. Hallöchen. Ewige Flamme. Scheiße,
Können wir nicht anhören, okay. Ach, ich weiß es auch nicht. Ich dachte, wir können seine Predigt anhören. Ich bin immer noch am Überlegen, Novigrad. Erstmal spielt sie tolle Musik. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass wir jemals hier gewesen sind. Also, ich meine allgemein im Spiel. Ich habe bis jetzt nur den zweiten gespielt und jetzt bis jetzt hierher. Aber ob man im ersten Teil da ist, weiß ich da natürlich nicht. Aber ich kenne diese Stadt jetzt zumindest mal noch nicht. Mach langsam. Ist das nicht Triss? Komm schon. Wir werden uns hier später auf jeden Fall noch mehr umgucken. Jetzt suchen wir erstmal Triss auf. Wenn wir sie finden, heißt das. Ist ja eine sehr große Stadt. Da. Ah ja. Die typische Art, um Novigrad Fleisch zu trocknen, hänge es einfach über dein Zelt in die Luft. Dafür ist Novigrad natürlich bekannt. Jeder weiß das, auch du. Wenn du es nicht wusstest, dann weißt du es jetzt. Wie sollen wir eine Pestilenz bekämpfen, die ihre Form ändert? Niemand kann sich seines Vaters und Bruders oder... Ist das dann nicht Triss auf dem Scheiterhaufen? Bitte nicht. Nein, nicht Triss. Nichts Böses übersteht das heilige Feuer. Das heilige Feuer brennt, erleuchtet und leuchtet. Heiliges Feuer, verbrenne, erleuchte, leuchte. Seht die Flamme der Gunst und der Gnade. Spezialscheiterhaufen für dich, Monster. Er brennt schön langsam. Du wirst in allen dir bekannten Stimmen um Gnade winseln. Wie die anderen deiner Spezies auch. Ich bin unschuldig. Wollte doch nur... So leben wie ihr. Helft mir, ihr guten Leute, bitte. Götter, seht, ein Doppler. Hat Dudu nicht das gleiche Schicksal ereilt. Ein Sturm, verdammt. Warum war der Gestank so anders? Gar nicht wie bei Nichts Böses übersteht das heilige Feuer. Aber hat er schon versucht, jemanden Unschuldigen zu verbrennen? Was für ein Spektakel. Oh, verbrennen. Au, 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 au. Ich wollte gar nicht brennen. Verbrennungen müssen sowas unglaublich Schmerzhaftes und Grausames damals gewesen sein. Ich meine, ist mir schon klar, dass die Menschen damals Angst hatten vor Unerklärlichen und dann halt vor Hexen und vor allem... vor allem vor Leuten, die halt sich gut dann mit Kräutern auskannten und so, aber verbrennen? Diese unglaublichen Schmerzen, die man dabei haben muss, wenn einem langsam das Fleisch von den Knochen runterschmilzt, das will ich mir gar nicht vorstellen. Jeder, der schon mal die Hand auf einer Herdplatte hatte, weiß, wie sehr das wehtut. Ach ja, Menschen. Schon immer verrückt. Was ist hier passiert? Hey, schieb ab! Wir plündern hier! Ich will gar nicht mit dir reden, die sollen sich einfach verpissen. Ich zähle bis drei, dann seid ihr weg. Eins. Hörst du?
2. Sowas glaubt er, kann uns einschüchtern. 3. Kann er. Oh. Na komm schon. Level 10. Die Menschen werden stärker. Ich roll mal und pack das Schwert aus. Ganz ruhig. Wir teilen die Beute. Hier ist genug für alle. Ich bin kein Dieb. Ich suche die Zauberin, die hier gewohnt hat. Versteckt sich bestimmt mit ihresgleichen in einem Rattenloch. Ich glaube, sie verstecken sich, also wir müssen eigentlich gar nicht nachfragen, aber ich meine, wir haben gerade gesehen, was mit Hexen und anderen gemacht wird. Wir wissen ja nicht genau, was er war oder für was sie ihn gehalten haben, aber Triss ist immerhin auch eine Hexe. Vor wem versteckt sie sich? Die Tempelwache greift durch. Alle Magier sind vogelfrei. Sie machen sie nieder wie Ratten. Und warum? Können wir nicht fragen. Naja. Wer könnte wissen, wo sie sind? Irgendjemand muss doch mehr wissen. Ich würde in der stinkenden Hecke nach ihr suchen. Stinkende Hecke? Ist das eine Bar? Stinkende Hecke. Interessanter Name. Ein Hort des Abschaums und der Sonderlinge. Kein ehrbarer Mensch würde sich dort herumtreiben. Und darum soll ich gerade da nach meiner Freundin suchen? War nicht so gemeint. Wir werden trotzdem dort suchen. Wir passen da ja wahrscheinlich gut hin, würden die meisten Menschen sagen. Wo ist denn die stinkende Hecke? Stinkende Hecke? Wo ist denn die? Weiß ich doch nicht. Angeblich ist die was für Mutanten und Abartige. Da würdest du gut reinpassen. Mag sein. Trotzdem muss ich wissen, wie ich hinkomme. Angeblich kommt man durch die Kanalisation hin, aber die kann man nur außerhalb der Stadt betreten. Fast niemand weiß, wo genau. Frag einen Bettler oder such dir einen Dieb und geh ihm nach. Bettler und Diebe zollen dem Bettlerkönig Tribut. Angeblich in der stinkenden Hecke. Die Bettler hier haben einen König? Mit Krone, Zepter und allem? Mach dich nicht lustig, Mann. Bettlerkönig ist nur ein Spitzname. Für einen Mann, den jeder in Novigrad respektiert. Aber pass bloß auf. Nicht mal Menge wagt sich dorthin. Man ruft nach mir. Warum nur? Es ist Menge. Und die Tempelwache. In die Beichtkammer mit dem Diebesgewürm. Aber Herr, warum denn? Das ist bloß der Laden einer Hexenhure. Und das gibt euch das Recht, ihr Eigentum zu stehlen? Aber Magier aller Arten sind doch vogelfrei. Doch ihre Habe gehört nach dem Gesetz der Tempelwache. Und in Novigrad gilt das Gesetz noch. Wusstest du, dass Fledermäuse Motten meilenweit wittern können? Wir werden den Typen noch töten müssen. Das hat nichts mit ihrem Geruchssinn zu tun. Es geht um ihr Gehör. Sieh an, du kennst dich gut aus. Ich dachte, du interessierst dich nur für Monster. Wie Fledermäuse die Motten, so erspüre ich Missgeburten. Und warne sie. Novigrad ist kein Ort für sie. Soll das heißen, wir sollen auch hier weggehen? Und für wen ist Novigrad dann ein Ort, wenn nicht mal andere erlaubt sind? Also gestattet, normale Menschen? Ich hörte, Novigrad sei kein Ort für Magier. Nun sagst du, es sei kein Ort für Hexer. Für wen ist es denn ein Ort? Für rechtschaffene Menschen mit dem wahren Glauben an das ewige Feuer. Noch kann ich nichts unternehmen, aber ich weiß, dass du hier bist. Ein falscher Schritt. Ein Fehler. Du wirst schon was falsch machen. Das ist unvermeidlich. Ich höre das als Erster. Und dann passiert das, was mit allem magischen Gesocks passiert, das die Luft dieser Stadt verunreinigt. Wir sehen uns. Oh ja, wir werden uns sehen. Hoffe ich doch.
Und ich werde darauf vorbereitet sein. Ich kann nämlich neu speichern, neu laden. Du nicht, wenn du tot bist, bist du tot. Mora Runenstein, es ist Triss, ihr Zeug, wir dürfen das ruhig mitnehmen. Hier sind überall schöne Zeichnungen, ich kann nicht alle ganz erkennen. Ich kann vor allem die Schrift nicht lesen. So, mal sehen, was haben wir hier so. Erstmal alles schön klauen. Was haben wir da gerade angezündet? Ach, die liegende Kerze ist bestimmt toll. Ein Buch. Bürste. Ach, gut, ja. So eine habe ich nur Triss benutzen sehen. Ich habe Buch gesagt, weil das Buch da noch rumlag. Ich meine natürlich die Bürste. Ich weiß, was ein Buch und was eine Bürste ist. So, wir nehmen alles mit. Was ist das hier unten? Kräuter. Wurzel. Ist Triss jetzt Heilerin? Vielleicht hat sie den Menschen irgendwie geholfen? Bevor vielleicht dieses verrückte Gesetz entstanden ist, weil... Soll ich das Bild angucken? Nee. Weil du ziehst ja nicht irgendwo hin, wo du weißt, dass du nicht erwünscht bist. Also das Gesetz wird es ja noch nicht so lange geben. Soweit ich weiß, ist ja auch die ewige Flamme, diese dämliche Sekte, noch nicht so lange hier. Und ich nehme an, da ist sie hergezogen und hat vielleicht den Menschen hier geholfen. So ähnlich wie das Keira macht. Die ist zwar nur ihr Kräuterding, aber so denke ich mir das halt. Hier ist noch irgendwas. Ich habe es gespürt, mein Controller hat gewackelt. Ach da. Geld. Amulette, die Magie abgeben. Müssen Triss gehören, wegen ihrer Trankallergie. Wegen ihrer Trankallergie? Sie ist also eine Hexe und kann keine Tränke nehmen, weil sie dagegen allergisch ist, ehrlich? Ist ja irgendwie... Weiß nicht, finde ich irgendwie... amüsant. Oh, da draußen gibt es auch. Jetzt haben wir hier noch was. Ja, da... ihre Anziehsachen. Von Triss. Gar nicht ihre Art, sie einfach auf den Boden zu werfen. Na, entweder wurde hier alles durchwühlt, was durchaus möglich ist, so wie hier alles rumliegt, oder sie musste sehr schnell aufbrechen. Ich glaube, beides ist vielleicht passiert. Bin ich da hinten? Gut. So. Hier hat es noch geglitzert. Hexer, nicht ganz die Teufel, für die man sie hält. Ich glaube, das Buch haben wir schon mal. Und eine Blume. Rose der Erinnerung. Die Rose der Erinnerung. Ganz vertrocknet. Ist das nicht die Rose, die man im zweiten Teil benutzt hat, um die Erinnerung von Geralt wiederherzustellen? War das diese Rose? Ich weiß es nicht mehr genau. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich das gespielt habe. Was haben wir hier noch? Hexerzeichen. Ich plündere nicht alles, weil Inventarplatz. So, hier unten ist auch nichts mehr. Nein. Okay. Interessant finde ich übrigens, dass die Zeichnungen auch drinnen an den Balken sind. Auf magische Art und Weise sind die da reingerutscht. So, gibt es hier noch was? Da ist noch eine Kiste. Neues Anziehdings. Vielleicht ist das besser als unser aktuelles. Ich glaube es ja irgendwie nicht. Nein. So, Inventar. Ein Schwert. Sieht cool aus, ist schlechter als unseres. Die Rüstung. 80. Ist unser aktuelles auch 80. Ja. Hat so Rüstungsdurchbohrzeug und so ein Quatsch. Weil, wie sieht's hier aus? Hat's auch. Und hat noch einen leeren Sockelplatz. Halt, ist das, soll ich noch gucken? Stufe 11 und hier. Stufe 10. Ich weiß immer nicht genau, was besser ist.
So, wir suchen jetzt einen Dieb. Oder einen Bettler. Anscheinend erstmal doch noch nicht. Verzeih mir, Herr. Fick dich, du Stück Dreck. Ich wurde ausgeraubt. Dieb! Wo ist der Dieb hin? Ich würde ihn gern verfolgen. Wird wohl nichts mit verfolgen. Das beste Angebot, weit und breit. Nein. Eins zum Lohnt Preis es sich von denn? Zwei. Oder? Und wie? Alles dralle Weibsbilder aus Gegenden, die von Nilfgaard besetzt sind. Dann brauchen die sicher jemanden, der sich in Novigrad auskennt. Kannst du Gedanken lesen? Genau seid ihr denn, ihr Diebe? Baba. Ha. Vorsichtiger als ich dachte. Nicht zu nah. Der ist zu nah an uns vorbeigelaufen. Haltet den Dieb! Baba. Mal sehen, wo er hingeht. Wir halten schön Abstand, wir wollen ja nicht auffallen. Ist ja sowieso überhaupt gar nicht auffällig, wenn ein Typ mit zwei Schwertern und einer Armbrust auf dem Rücken hier hinterherläuft. Almosen für die Armen! Kartenvorkäufer, guten Tag. Wen meint ihr mich? Waren wir zu nah? Nee. Hab Gnade! Gib mir eine Krone! Meine Mutter ist krank. Wenn sie nichts zu essen kriegt, verhungert sie. Das ist der Bettler. Aber wir wollten den Dieb verfolgen. Geh mir aus dem Weg. Was ist eine Krone denn für einen Herrn wie dich? Gar nichts. Zieh ab, solange du es noch kannst. Ja, ich weiß, das war extrem unfreundlich. Siehst käsig aus. Hast du verdorbene Schafsfüße gegessen? Aber wir müssen den Typen verfolgen. Ich nehme an, der geht da unten rein. Ja. Mist, wo ist er hin? Da, okay. Priester des ewigen Feuers. Also die ewigen Feuertypen sind auch schon wieder ein Bettler. Wir werden alle Bettler abwimmeln, die mit uns reden. Hier geht's ja rund. Wir folgen dem. Ja, das ist Geld. Der wird das Geld zum Meister bringen, sozusagen. Nehme ich an. Also scheint mir zumindest am logischsten. Weil warum sollte jetzt der Typ ohne Geld... Warum sollte der jetzt noch zum Bettlerkönig gehen? Passiert erstaunlich wenig auf dem Weg. Das ewige Feuer wird uns. Natürlich wird es das. Kauf dir erstmal Texturen, die schneller laden. Also wir sehen auf jeden Fall schon, Novigrad, das ist eine riesige Stadt. Wir werden uns hier einige Male bestimmt ordentlich verlaufen. Eine Hure. Aha.
Okay. Mist, wo ist der Typ hin? Welcher war das jetzt? Ich war gerade abgelenkt. Vorsicht! Entschuldigung. Ich glaube, der da vorne war es. Der einzige Typ mit Mütze. Finde das Versteck des Bettlerkönigs. Guten Tag. Aufmachen. Wer bist du und was willst du? Ich möchte einen Burger. Schau hin. Was siehst du? Gelbe Augen, Schwerter, wohl ein mutierter Schlechter. Ich hörte, dies sei ein Treffpunkt für seltsame Leute. Das stimmt. Kennst du die Losung, kommst du für Lau rein. Wenn nicht, musst du einen Obolus zahlen. Ich kenne die Losung nicht. Dann Geld her. Ein Obolus? Was ist ein Obolus? Naja, wir bezahlen nicht. Ich zahle nicht. Lass mich rein. Ja, Herr. Ach, ist das toll, wenn man Hexer ist. Das würde ich manchmal echt im echten Leben können. So an der Kasse oder so. Ich zahle nicht. Ich bekomme alles umsonst. Das wäre eigentlich schon voll cool. So, triff den Bettlerkönig. Hier sind jetzt also alles Sonderlinge. Was fehlt dir? Ich sehe auf einem Auge nichts, Herr. Dicht am Assrein. Danke, Herr. Du hast das reinste Wunder gewirkt. Ich will's dir vergelten. Dann überzeugt das Pack im Stadtrat. Das Zauber kein Jux, sondern... Almosen für die Armen! Können wir nicht auf mich hören, Herr? Bitte lass Sie mich haben allein. Angst vor Mängel. Dann sag ihnen, wenn einer von ihnen krank wird, kann er den Kopf in die Flammen des ewigen Feuers stecken. Und jetzt gestatte mir etwas Ruhe. Mit dieser Visage kriegst du nichts zusammen. Hm? Ja, steckt euren Kopf in das heilige Feuer. Hübsche Kette, wo hast du die denn hier? Lag auf der Straße, ich hab sie aufgehoben. Siehst mir geradewegs in die Augen und lügst, genau wie dein Vater. Guter Junge. Jetzt geh spielen, Mama braucht vor der Arbeit noch etwas Schlaf. Ach ja. Wie stehen die Dinge? Ah, gut. Tritt. Immer mehr Leute suchen. Zum Glück ist sie nicht verbrannt. Wird Zeit, dass wir was klarstellen, Zauberin. Ja, höchste Zeit. Meine Männer und ich kommen prima ohne dich oder andere Magier aus. Während ihr, nun, ohne unsere Hilfe wärt ihr leichte Beute für die Tempelwache. Wen haben wir da? Geralt? Hallo, Triss. Wie ich sehe, kennt ihr euch. Wie ich sehe, kennt ihr euch sogar gut. Ich war neugierig, ob du mich finden würdest, Hexer. War ja kein...